Hallöchen, ich mache mir allergrößte Sorgen um den Gesundheits- und Geisteszustand von Roland Koch. Deswegen bin ich heute seine private Krankenschwester. Da oben in dem Café spricht der Roland gerade. Da gehe ich jetzt mal hin, ne, als Schwester Olivia. Ich bin jetzt hier in dem Café, wo mein Patient Roland Koch seine Rede gehalten hat. Hallo Herr Koch, wie geht es Ihnen denn? Gut, mir geht's ausgezeichnet, dankeschön. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Ihre Gesundheit und deswegen bin ich heute Ihre persönliche Krankenschwester. Ja, ich glaube, dass das meiner Gesundheit nicht sehr viel helfen wird. Aber ich werde aber mein Bestes tun. Ja, dann machen Sie mal. Ich bin jetzt hier bei der nächsten Station von dem Patienten Herrn Koch. Ich gehe jetzt mal ein. Ich guck mal, wie es ihm geht. Ne? Vielleicht geht es jetzt schon ein bisschen besser. Hier sitzt der Ihnen auch guten Appetit, dass sich das eine andere Bier schenkt. Und auch Ihnen nochmal an dieser Stelle ein zweites Mal. Also ich sage schön, dass auch Sie uns das Zeichen heute genossen. Vielen Dank. Hallihallo, ich bin's nochmal. Ich bin ja immer noch um Ihre Gesundheit besorgt. Deswegen habe ich Ihnen hier erstmal so ein Äpfelchen mitgebracht, weil Sie brauchen doch Ihre Kraft normalerweise für den Wahlkampf. Kleines Interviewchen, ist okay, oder? Wir machen jetzt kein Interview, ich esse jetzt gerade. Ich muss aber ganz kurz... Ich weiß ja, ob Sie müssen oder nicht, weiß ich nicht. Das ist Ihr persönliches Problem. Aber ich muss eine Diagnose machen, denn Sie haben ja gesagt, Jugendliche sollen in Erziehungslager. Hatten Sie da vielleicht ein bisschen Fieber oder haben irgendwelche Medikamente genommen? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich esse jetzt und dann einen schönen Tag. Ich glaube nämlich schon, dass Sie ein bisschen Fieber haben. Also ich merke, dass es ganz heiß ist. So, wir sind jetzt hier im Herz-Kreislauf-Zentrum. Vielleicht ist auch so viel Populismus zu viel für ihn, dass er hier in Behandlung ist. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Ah, er ist auf jeden Fall schon mal da. Wir müssen noch ein bisschen ruhig sein. Unser Patient spricht gerade. Die Interesse daran haben, an Wartmaßstellungen klarzunehmen. Schake, das ist scharf. Ich muss Ihnen nur eines sagen, Sie müssen auf jeden Fall durchhalten. Die Satire braucht Sie. Versprechen Sie mir das? Das verspreche ich Ihnen, jawohl. Offensichtlich ist Roland Koch die Schwere seiner Krankheit nicht ganz bewusst. Ich als Schwester Olivia habe allerdings mein Bestes getan. Mehr Satire jeden Donnerstag, 22:30 Uhr, NDR Fernsehen. Und tschüss.